Haltet Ausschau nach dem Mädchen. Wir müssen sie stoppen. Das kleine Gör, die braucht einen Denkzettel. Recht hast du. Nur eine Idee, aber vielleicht müssen wir ja unsere Pendants retten, um uns selbst zu retten. Ich wurde erst nach dem Tod meines Doubles gejagt. Leuchtkäfer. Daher kommt das Licht. Irgendwie schön, oder? Sieht seltsam aus. Nein, nicht möglich. Es muss ein Irrtum sein. Vergib mir diese späte Störung. Ich muss dich sprechen. Es quält dich, mein Freund. Es ist Mary. Ich sorge mich um ihre Rolle in den Prozessen. Wir sorgen uns alle. Das ist nicht alles. Ich sah sie lächeln, als ihre eigene Schwester starb. Sie genoss es. Bist du sicher? Ja. Doch nun spricht sie von Schuld und Reue. Und dies so glaubwürdig. Halte dich von ihr fern. Dieses Mädchen bringt nur Unheil. Zu spät. Ihre Geschwister sind tot. Und so lebt Mary denn nun bei mir. Deine Großmut bringt dich in große Gefahr. Was rätst du mir? Lege Zeugnis ab über deinen Verdacht, dass der Tod ihrer Schwester sie erfreute. Ich bitte dich. Ich zaudere. Mary scheint zu bereuen. Du musst aussagen, sonst stürzt du unsere Gemeinde ins Unglück. Niemand ist sicher vor ihren Hirngespinsten. Nun denn, wenn man mich anhört, spreche ich. Ich bin verhext. Du bist nicht verhext. Wie könntet ihr sonst vor mir stehen? Das musst du mir einfach glauben. Sie beschwor euch als Verbündeten, mein Schweigen zu erzwingen. Nur der Teufel könnte einen Dämonen schaffen, der mir gleicht. Ich bin kein Dämon. Aber wir sehen wirklich gleich aus. Und ja, das ist voll krass. Was wollt ihr von mir? Was willst du vor Gericht aussagen? Über Mary. Ich wollte dort Zeugnis ablegen. Doch jetzt zweifle ich. Du traust mir nicht. Aber du musst aussagen. Erzähl ihnen von Mary. Hör auf deinen Freund. Ihr seid ein Trugbild des Teufels. Ich darf nicht wanken. Little Hope ist nicht mehr die Stadt von einst. Seltsame, verstörende Vorkommnisse gibt es nun zuhauf. Ihr, was immer ihr seid, seid nur eins davon. Die Entlarvung Marys mag meinen Freund retten, doch es ist eine schwere Last, durch diese Tat ein Kind zu verdammen. Dann schütz deinen Freund und sag gegen Mary aus. Die Vorwürfe, all die Toten, das ist alles ihre Schuld. Du musst die Wahrheit sagen. Ein Fluch. Ihr seid wahrlich des Teufels. Hoffentlich stoppt das die Kleine und holt uns hier raus. Mal sehen. Vielleicht habe ich mich geirrt. Was ist los? Konntet ihr Mary konfrontieren? Nö. Sie war nicht mal da. Mist! Da war Andrews Double. Er wollte Mary anklagen, weil sie nur ein boshaftes Kind sei und nicht mal eine Hexenjägerin. Das kann nur gut für uns sein. Wir sehen Zeug, das hier vor Hunderten von Jahren geschehen ist. Nicht gut. Diese Dämonen? Weiß nicht, wie lange ich den Scheiß noch aushalte. Es überrascht mich selbst, aber ich fühle mich als Teil des Teams. Die Erklärung dafür macht keinen Sinn. Finde ich echt gut. Gar keinen. Passiert mir sonst nie. Ja, voll gut.
Ich habe heute auch viel gelernt. Wenn auch nur von Geistern und Dämonen. Wir hätten einen dieser, Fuzzis gebraucht. Ein Paladin, einen Gotteskrieger. Oh, wow. Du bist ja ein richtiges Gamer-Girl. Ich bin halt voller Überraschungen. Die reinste Wundertüte. Fahrt's ab. Wir sollten los. Scheiß auf diesen Ort und unseren dämlichen Unfall. Wir müssen weg, okay? Was zur Hölle ist das denn? Seht doch mal da. Das führt uns aus diesem Wald raus. Wir können unterwegs reden. Was ist da mit dem Biest passiert? Was auch immer es war, es ist weg. Hoffe, du hast recht. Nur eine Frage der Zeit, wann sie uns wieder angreifen. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen wir Mary stoppen. Ihre Lügen. Du hättest Mary als das entlarven können, was sie ist. Eine Lügnerin. Sie hätt's verdient. Warum hast du's nicht gemacht. Wir wissen nicht sicher, ob es uns hilft, Mary aufzuhalten. Nur eine Theorie. Mag nur eine Theorie sein, aber was bleibt uns sonst übrig? Na los, sehen wir uns um.
kein Eingang. Wie überall in dieser Stadt. Schaut mal! Hey! Der Typ ist gefährlich. Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Na los, rein da! Tja, hier drin war schon lang keiner mehr. Nun muss ich wohl vor dem Richter sprechen. Ach, mir graut davor. Ob sie meinem Zeugnis wohl Glauben schenken werden? Viele sind vom Teufel verblendet und sehen die Wahrheit nicht. Daraus erwächst nichts Gutes. Seine Worte werden die Wahrheit verdrehen. Lasst mich urteilen, was wahr ist. Abraham und Joseph sind Teil des Schwindels. Vergesst nicht, ihr habt Joseph erst gestern zum Tode verdammt. Oder bereut ihr diese Entscheidung? Keins der heute abgelegten Zeugnisse stimmt mich um. Joseph war mit derselben dunklen Macht im Bunde wie sein Weib. Das Gericht dankt Reverend Carver, der dem Teufel widerstand, um den Beweis zu liefern. Ich tat nur meine Pflicht. Doch das Gericht steht in der Pflicht, die Wahrheit zu ergründen. Daher müssen wir auch vernehmen, was Abraham Mary zur Last legt. Hört mich dennoch an, Judge Wyman. Die Zeit drängt, Reverend. Fasst euch kurz. Mary hat Tapferkeit bewiesen, als sie das Böse anklagte. Nicht jeder besitzt solchen Mut. Doch zum Dank für die Enttarnung der Hexen in unserer Mitte wird sie verunglimpft. Ihr Mut steht außer Frage. Doch ihre Absichten müssen wir gewahren. Eben jenem Mann, der sie anklagt, ist das unschuldige Kind anvertraut. Er ist einer solchen Aufgabe nicht gewachsen. Das Gericht sollte eine neue Bleibe für Mary finden. Wer soll ihr neuer Vormund sein, Reverend? Ich bin bereit, mich des Kindes anzunehmen. Wenn ihr zustimmt. Zunächst muss das Gericht Abraham anhören. Erst dann können wir über das Kind entscheiden. Abraham? Was soll ich nur tun? Manche wollen Mary verdammt sehen, doch ist ein Kind wirklich solch böser Taten fähig? Das ist schwer, na klar. Wäre es für jeden. Mary ist nur ein Kind. Sag dem Gericht, was dich hergebracht hat. Sprich, Junge. Heraus damit! Mary sprach von bösen Geistern. Teufelszeug, Hexerei. Viele glauben nicht, dass solches in Little Hope obwaltet. Erspar uns die eitle Rede und den Tratsch. Komm zum Punkt, Junge. Mary leidet sehr. Die Erscheinungen, die sie sah, sie quälen sie, nahmen ihr die Unschuld. Manche sagen, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Doch niemand ist sicher. Ich am wenigsten. Was wissen wir schon von einer Kinderseele? Du sprichst mir das Vermögen ab, die Wahrheit zu sehen? Vergib mir bitte. Solches würde ich niemals wagen. Genug der Zeitverschwendung. Du und der Pastor haben für heute genug gesagt.
Ich bin nicht fertig. Ich gab dir bereits genug Zeit. Zudem wird Mary in die Obhut von Reverend Carver gegeben. Und nun schweig! Erzählt mir alles. Habt ihr Andrew Stubel gesehen? Er hat ausgesagt, Mary sei unschuldig, dass sie hier das Opfer sei. Das ist scheiße, wirklich scheiße. Mist! Gut, und was jetzt? Das hilft uns. Muss es. Wir wissen jetzt, dass wir ändern können, was passiert. Was denkst du? Hat er recht damit? Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich raff nicht, wie wir oder sonst wer ändern könnte, was vor Jahrhunderten passiert ist. Eigentlich hast du ja recht, aber wir sehen diese Dinge. Sie sind irgendwie mit uns verbunden, also können wir sie ändern. Was zum Teufel? Wir müssen weg. Nicht zu Haus hier. Was für Klamotten. Das muss ja ewig her sein. Komm mal her. Das musst du sehen. Das ist echt krass. Das ist zu viel. Sowas von zu viel. Erst diese Hexenjäger von Anno dazumal, die aussehen wie wir. Und jetzt haben wir diese gruselige Familie, die auch genauso aussehen wie wir. Was soll der Scheiß? Aber was heißt das? Sind sie gestorben wie die anderen Doubles? Weiß nicht. Wer weiß, was passiert ist. Vielleicht träumen wir ja alle. Willst du echt ein Andenken? An heute? An Little Hope? Weiß nicht. Aber ich will's haben. Du meintest, das hier wäre nur ein Albtraum. Glaubst du das? Warum solltet ihr alle in meinem Traum sein? Das könnte ich dich auch fragen. Ich weiß nicht, was echt ist. Bist du wirklich Andrew? Ach komm. Aber wer sind die Leute auf dem Bild? Vielleicht gab's einen Zeitsprung. Dann sind wir die Leute auf dem Bild. Aber die sind so alt wie wir. So wie es aussieht. Thank you.
Was ist da passiert? Hat sie ihn sitzen lassen? Okay. Was ist dann deine Theorie? Hörst du das? Da, unter uns. Wir müssen unbedingt hier raus. Schnell. Das ist schwer. Andrew, beweg deinen Arsch und hilf mir. Was ist? Ich gehe hier hin, du da drüben. Dann schieben wir. Gut. Und los! Wow. Oh, shit! Ah! Ich muss sofort hier raus! Komm schon! Wir haben's fast! Los jetzt, bevor noch was passiert.
Pech gehabt, Saftsack! Professor? Professor? Hey! Ihr da! Andrew? Daniel? Da bist du. Grad so, ja. Weiß aber nicht, wie lang mein Glück halten wird. Oh mein Gott. Du wärst tot. Es ist noch da. Dieses Ding verfolgt mich noch. Hat jemand von euch Mary gesehen? Noch nicht. Kommt mir bekannt vor. Das ist Hass pur. Was hat er nur getan? Da im Nebel. Was ist das? Was auch passiert, wachsam bleiben. Solange ihr lebt, ist niemand in Little Hope sicher, Joseph. Drum müsst ihr sterben. Selbst euer Weib Amy machtet ihr zu einer Teufelsbuhle. Verdammt mich ruhig. Doch wagt es nicht, meine Frau zu schmähen. Ihr widersetzt euch noch? Ich muss euch den Teufel austreiben, um uns zu schützen. Oh, wen schützt ihr schon? Joseph, entsagt ihr dem Teufel und all seinen Herren. Ich sündigte nicht. Ich bin kein Diener des Teufels. In unserer Stadt herrscht der Wahnsinn. Und Schuld ist die Satansbrut. Mary. Wir müssen das stoppen. Hilf mir! Seht! Nun besteht kein Zweifel mehr. Dies ist Hexerei!
Mehr Steine! So zermalmen wir den Teufel in ihm! Zaudert nicht! Das Schicksal von Little Hope hängt davon ab! Ah!